Hallo Lieben, was geht ab? Seid herzlich willkommen. Guckt euch die wunderschönen Skins an. Oben haben wir KDA. Das ist die Band, zu der übrigens meine Freundin auch die Choreo getanzt hat auf ihrem YouTube-Channel ganz nebenbei. War eigentlich gar nicht geplant, aber guckt gerne vorbei. Und unten haben wir Project-Skins. KDA gegen Project. Und es gibt ja nur, wer richtig aufgepasst hat, 4 KDA-Skins. Und es passt einfach wie die Faust aufs Auge, weil uns fehlt ein Supporter bei den KDAs. Und wir haben da einfach DJ Sona mit reingemischt. Und guckt es an, es passt eigentlich ganz gut. Sie sorgt für den Support, sie sorgt für die Mucke. Und dann haben wir jetzt KDA gegen die Project Skins. Von der Elo her ist es Gold, Platin und Diamond. Also ein bisschen höher diesmal. Man muss sich dann anstrengen. Ich selbst darf KDA Ari spielen. Bin sehr gespannt. Welcher Skin gefällt euch am besten? Leute, von diesen 10, welcher Skin gefällt euch am besten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich sagen, KDA Akali mag ich eigentlich. Ich mag es, weil sie eine Cappy trägt. Meine Freundin mag, glaube ich, KDA Kaiser am meisten. Aber ich bin gespannt, was ihr sagt. Wir machen jetzt ganz kurz ein Gruppenfoto auf Level 1. Keiner der beiden Teams hat wirklich einen Tank, wobei doch Leona. Leona ist eher tanky. Leona ist eher tanky, Vi auch semi-tanky. Also die haben, ich glaube fast, dass die rechte Seite das ekligere Team hat. Aber wir werden natürlich hier mit unserer Mucke, mit unseren Mechanics versuchen, das Ganze hier zu reißen. Die Gegner haben einen anderen Nachteil, und zwar haben die Gegner nur 80 Champions, bis auf ein bisschen AP von Leona. Aber das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, Leute. Project gegen KDA. Schönes Gruppenfoto auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Leute. Und jetzt können wir auch zurück auf die Lanes gehen. Genau aus dem Grund, weil die Gegner so viel 80 haben, haben wir hier teilweise schon überlegt, dass man im dritten Baum, ihr seht es, habe ich Rüstung und Rüstung drin. Ich habe also jetzt schon zusätzliche 10 Rüstungen. Die wird mir vielleicht das ein oder andere Mal helfen zu überleben. Vor allem, hier sind auch unter anderem TS-Supporter drin, und ich weiß genau, dass die gegnerische Junglerin, die Mandy, Ari maint, und ja, ich glaube, die wird mich hassen, von daher passt es. Die Fiora spielt auf Smurf, die hat eben gerade schon im Feind den Teemo mitgespielt und ist eigentlich Platin, hat es gerade nochmal reingeschrieben. Dann gucken wir mal. Zed ist jetzt ein bisschen geschwächt geworden, weil er uns da irgendwie noch bei den Crux besucht hat. Ich habe mir den Skin hier von Ari gerade frisch gekauft. Okay, das Geräusch habe ich jetzt auch das erste Mal gehört von ihrer Q. Bisher habe ich jeden CS bekommen. Das sieht gut aus. Natürlich spiele ich sie mit Dark Harvest. Man muss es direkt ausprobieren, ne? Und der erste Dark Harvest-Stack ist drin. Der hat schon mal geknallt, Leute. Cooldown vom Dark Harvest geht hoch. Und ich krieg jetzt, zack, ein Dark Harvest Stack. Er ist auch Level 2 geworden. Und ist jetzt dabei, erstmal seine Tränke einzufahren. Okay. Das war mutig von ihm. Das war sehr mutig von ihm, Leute. Sobald mein Dark Harvest wieder ab ist, geht's eigentlich richtig rund hier. Oh, haben sie stark gemacht. Das haben die noch richtig stark geregelt. First Blood geht an Vi. Ich krieg nur den zweiten Kill. Zum Glück ging mein Dark Harvest Stack wieder rein. Oh, okay. Im Endeffekt, ich glaube, hat der Zed noch Flash? Zwei Dark Harvest Stacks. Die Vi spielt auch mit Dark Harvest. Das ist also, ja, oh Gott. Diese neue Dark Harvest Rune, jeder nutzt sie aus. Ich bin sehr gespannt. Für die, die nicht wissen, wie Dark Harvest funktioniert aktuell, es ist so, dass wenn ein gegnerischer Champion unter 50% ist,
leuchtet seine rote Seele und euer nächster Damage, Spell oder Auto-Attack verursacht zusätzlichen Schaden. Also, und das hat auch einen Cooldown. Es ähnelt eigentlich Electrocute ein bisschen, nur dass du es wirklich auf jeden Champion machen kannst, der low ist. Also gibt es zum Beispiel Champions wie Katos, bei denen ist das richtig gut, weil du machst dein Dakavus quasi auf alle fünf gegnerischen Champions drauf. Jetzt bin ich hier unterm Turm. Bisschen schwierig. Ja, da, wie ich gesagt habe, da kam die Mandy Level 2 direkt. Schande! Schande, wie in Game of Thrones. Würde mich wundern, wenn die nochmal kommt. Ich denke, sobald ich Level 6 bin, bin ich einigermaßen safe. Aber die ist RIP. Ja, den hätte ich auch noch gehabt, aber trotzdem sicher ist sicher gut mitgenommen. Und was war hier das Ding? Zed wollte unbedingt den Kenne-Minion und hat dafür sein Shadow benutzt. Und da, das war sein Fehler. Er wollte unbedingt den Kenne-Minion und genau da haben wir gerade perfekt zusammen synergiert. Das war das perfekte Timing, besser geht's nicht. Ich überlege, ob ich einmal Botlane roamen kann. Da ist der Loki. Loki macht auch nur seine Placements, aber mehr spielt er nicht. Der ist aber locker Diamond in meinen Augen. Ich kann eigentlich hier bleiben. Oh, immer wenn ich recalle. Wenn ich recalle, kommt diese geile KDA-Musik. Wie oft habt ihr schon den Song gehört von den KDAs? Ich wollte hier den Ward verteidigen, weil der war aufgedeckt von der Vi. Das hat zum Glück geklappt. Weil ich Level 6 bin, habe ich nicht mehr ganz so viel Angst, wobei man natürlich sagen muss. Ah, da ist ein Ward, okay, I see. Eigentlich sollte man sowas fast lassen, weil der Zed hätte der Evelyn noch mehr Zeit nehmen können. Oh mein Gott, was hat Akali für einen Schaden gemacht? Damit habe ich selber nicht gerechnet. Man hätte hier vielleicht die eine oder andere ich bin zu low. Good job! Ah ne, guck mal, da ist schon die Vi. Die Vi wird jetzt wahrscheinlich Level 6. Der Zed hat hier noch vor Schrecken Pink Ward rein platziert. Also die Hilfe, die ich bisher bekomme, ist schon mal sehr angenehm. I really appreciate it. Ich weiß zu schätzen, Team. Jetzt ist meine Ulti raus. In 50 Sekunden habe ich... Und ich kriege jedes Mal, wenn der Zed los, jetzt habe ich hier 4 Dakavis Stacks und jeder Stack erhöht nochmal mein Damage, glaube ich, um 8. Ja. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt schon 4x8. Eigentlich müssen es 32 sein. Warum steht da nur 20? Oder stackt das noch mit dem Level? Ah, guck mal, da war ich jetzt zum Beispiel noch gewöhnt an Electrocute, dass ich unbedingt noch den Auto-Attack drauf machen wollte. Good job, Akali. Drache wurde gemacht. Infernal Drake, verdammt. Gerade bei so squishy Comps. Sehr gut von der Vi auf jeden Fall. Das war clever. Jetzt zeige ich gleich wieder mein Flash. Das gibt mir ein bisschen Sicherheit. Ich glaube, ich brauche echt einen Sonjas gegen die. Schade, dass der Charm nicht getroffen hat. Da hatte ich ein kurzes Timing. Evelyn mit dem Botlane-Gang. 7-1 jetzt. Oh. Ich weiß genau, die Gegner kommen noch zurück. Ich freue mich nicht zu früh.
erstmal farmen. Wo ist der Zed? Der ist doch nach unten verschwunden. Zum Blooper? Ist er ganz gerecallt oder kommt er jetzt hier zum... Der Zed hat erstmal einen Hexdrinker gerusht. Gar nicht so dumm gegen Akali, Ari, Evelyn. Die CS nehme ich mit und vielleicht machen wir... Oh ja, ich krieg einen Blue-Buff. Nehme ich gerne, Evelyn. Die hat jetzt auch einen Double-Buff. Das ist der gute alte Mockage. Einige Leute sind auch nicht auf ihren Main-Champion. Zum Beispiel Mockage meinte auch, er ist keine gute Evelyn. Aber ich muss sagen, bis jetzt bist du super dabei. Okay, bisher habe ich die Vi auch nicht gesehen. Die ist Level 6 die ganze Zeit. Aber es läuft gerade echt gut bei meinen Jungs. Oder bei meinen Mädels, muss ich eigentlich sagen. Bei meinen KDA-Mädels. Ah, weiß, top, Z ist top. Ich kann vielleicht die eine oder andere Platte mitnehmen. Für ein bisschen zusätzliches Gold. Wenn ich noch eine Platte kriegen würde, wäre es nice. Z ultet jetzt, hat er auch Original. Okay. Die Fiora, wo ist der Zed? Jede einzelne Platte, die ihr abtragen könnt, quasi vom Turm, bringt euch extra Gold. Fiora ist gerade nicht da, guck mal. 160, glaube ich, jede Platte, oder? Noch ein Auto-Tag? Jawohl, 160 Gold. Aua. Oh, mitgenommen. Und jetzt heißt es hier aus die Maus. Leona ist auch unten. Schnell raus. Puh. Ich war mir nicht sicher, ob das klappt. Aber ich wusste zum Beispiel, dass der Zed noch keine Ulti ab hat. Und das hat mir die Sicherheit gegeben, nochmal reinzugehen. Mein Pinguin wurde geklärt, aber ich habe direkt einen neuen im Gepäck. Bis jetzt steht es sehr gut. Oh, wer hat denn überhaupt die Kills? Vi hat einen Kill, Zed hat einen Kill. Die Gegner denken sich doch jetzt auch gerade, fuck guys. Wir haben eben gerade noch, die sind noch alle im TS, also die Gegner sind alle in einem Room und meine vier sind alle in einem Room. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, dass eigentlich von der Comp her die Project Skins meiner Meinung nach besser aussehen. Leona, Lucian auf der Bot. Azuna, Kaiser sind auch stark. Also generell Fiora, Akali. Alter, der Zed roamt schon wieder. Das heißt aber für mich vielleicht, dass ich den Turm kriege. Toplane Tower ist auch schon sehr low. Zed, okay, die sind alle vier Bot. Alle vier Bot. Ja, aber guck mal, wir pushen hier, wir pushen da. Verdammt. Der Kali kriegt den Tower. Ich will ihn. Evelyn countert noch mit einem Double Kill. Akali, not like this. Okay, wir kriegen ja noch einen Turm. Das ist hier richtig am Schwitzen, sind wir gerade. Schwitzen bedeutet, dass man so sich anstrengt, dass man sogar ins Schwitzen kommt. Sowohl man selbst als auch die Gegner. Also, Schwitzer, Sweater sind sowas wie Tryharder. Für alle, die es mal wissen wollten. Wird hier gerade sehr oft benutzt, das Wort. Oh, Leona ist schnell. Okay. Ich könnte eine Kurve drehen Richtung Akali. Und hier stelle ich mal jetzt einen etwas offensiveren Pingward.
Kyle hat auf jeden Fall keinen Respekt mehr. Vier Leute top. Das macht die Evelyn gerade auch gut. Die rotiert rum. Unsichtbar. Und wir haben den Wave Clear. Jetzt wollten sie zu mir, die Schlawiner. Guckt sie euch an. Ja, ein kleiner Sidestep war da. Next try. Der Set ist ja sogar noch unten. Ah, das war my bad. Wie viel Schaden hat denn der Loki schon? Ach du Kacke, er hat Blade. Evelyn hat aber auch Damage. Lucian hat auf jeden Fall auch geflasht, das weiß ich. Das war my bad. Ah, sorry guys. Guckt euch mal den Loki an jetzt hier. Der hat mir richtig reingedrückt mit seinem Blade of the Rune King. Aber auch Leona hat immer starken Burst schon immer gehabt. Da habe ich mein Team reingebaitet. Jetzt schon in Sonjas? Nee, ich. Sowohl Fiora als auch Zed und Vi haben sich direkt MR-Boots geholt. Wir haben ziemlich viel magischen Schaden, das stimmt. Und die Gegner haben sehr viel AD. Das ist fast noch zusätzlich ein AP versus AD Battle. Ja, ob ich den bekomme? Ich denke schon. Boah, Max Range, danke dafür. Das habe ich verkackt, Leute. Ich habe euch voll reingebaitet. Die hören mich zwar nicht, aber wenn ihr das Video schaut, ich dachte, ich kann den Pinkwood clearen und so. Nach dem Motto, wir sind ja eh hier in Überzahl. Aber Leona und Lucian haben mich so schnell gebürstet. Das habe ich dann auf jeden Fall unterschätzt. 16 zu 9. Leichtes Comeback für die Gegner. Die haben einen Inferno Dragon. Ne? Zwischen sind wir auf einem Stadion des Wave Clears, das sehr angenehm ist. Toplane eskaliert. Zed kommt auch noch. Das ist Rippuccino. Wir brauchen mehr Wards. Da kam es, Baby! Das hat reingeknallt. Okay, müssen tiefer warden jetzt, dann T2 Reihe. Da hat auch Dark Harvest vom Zed viel Schaden gemacht. Oh schade, man sieht gar nicht im Tab, wie viel Dark Harvest gemacht hat. Wer ist unser Support? Sona. Das ist gut, auch ihr Karl jetzt hier ihren eigenen Deep Ward platziert. Lange hält die Wolke nicht mehr. Okay, sie muss flashen. Unser Problem ist gerade, dass wir alle versuchen, Solo-Plays zu machen. Und es scheint nicht zu funktionieren. Die Gegner, also die können jetzt defensiv immer einfach zu der Action rotieren. Im dunklen Bereich des Waldes. Und damit Überzahlsituationen kreieren. Und meine letzten zwei Attempts sind leider auch gescheitert. Der Midlane-Turm ist schon low. Den würde ich gerne haben. Oh nice, das hat gesessen. Vor dem Set habe ich nicht so eine Angst, muss ich sagen. Wenn er sein Shadow benutzt, kann ich rein.
Mann, was war das denn? Ah, ich habe vermutet, dass er sidesteppt, aber gut, hat er nicht. Und die Vi holt sich den nächsten Pick. Oh mein Gott, wie ich einfach schnell den TP gecancelt habe. Indem ich den Turm mitgenommen habe. Oh, mein Flash Charm Move kam zu spät. War vorher nicht in Reichweite. Ärgerlich, 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 ärgerlich hier. Leute, Drache Nummer 2. Aber wir haben den nächsten Turm. At least something. Meine Ulti hat gar nicht mal lange Cooldown. Oh, Akali, sie wegen die Rauchwolke. Sona. Heilt das Ganze. Okay. Leona no Flash. Kriegt sie den Drachen alleine hin? Ja, kriegt sie easy. Keine Chance für Akali. What? Get wrecked. Oh, kommen wir hier noch rum? Wir kommen hier noch rum. Wollen sie zum Baron? Ich glaube, die wollen sogar fast zum Nash. Die wollen den Early Nasher machen. Oder? Ne, nee, okay, Fiora geht Dings. Neunter Dark Harvest Stack jetzt für mich. Ich habe leider den auf Vi gerade nicht bekommen. Wer hat noch alles Dark Harvest? Akali, wie viele Stacks hat die? 11? Evelyn hat bestimmt am meisten. 13. Ja. Die kann sich im Jungle da ein bisschen hocharbeiten. Ah, komm. Jetzt habe ich mehr als genug Rüstung, würde ich sagen. Ich baue das später zu einem Sonjas aus, habe ich mir das angeguckt. Ich habe jetzt fast 100 Rüstung. Das sollte passen. Das heißt, Sonjas, Rabadons, Voidstaff. Das ist der Plan. Und ich habe es euch gesagt, Leute. Es ist nicht entschieden. Die Gegner haben meiner Meinung nach das bessere Team zum Durchbringen. Zed no Air, das ist schon mal etwas. Es ist schwer, so weit nach hinten die zu supporten. So close. Wieso überlebt die Führer so viel? Alle mit den Hexdrinkern. Ärgerlich, ärgerlich. Dabei habe ich schon Morello Nomicons und die Sorcerer Boots für Magic Penetration, aber die Gegner haben schon so oft so knapp überlebt. Ich glaube, wir müssen unsere Strategie wechseln, Jungs. Oh mein Gott, die Vi ist inzwischen 2 Level über der Evelyn. Ich brauche auch einen Sweeper, denke ich. Schade, die Ulti von Sona hat nicht gehittet. Ist leicht ärgerlich. Ah, nice, Kaiser Damage. Jetzt laufen wir zusammen. Wenn wir es diesmal schaffen, früh zusammen zu tun,
Das ist risky. Das ist ein guter Charm. Zeitfenster ist nicht groß, was wir haben, leider. Hä? Alle die KDA-Mucke? Wird sein Pick? Oh mein Gott, ist das Klose hier! Ich erkenne gar nichts mehr! Ich lieb! Ace, we did it! KDA, Leute! Lass alle Mucke machen! Your team has destroyed an inhibitor. Erst Drake, dann Dance. Wir brauchen den Infernal Drake. Woo! Extra meine E nach hier geschossen und die Q nach da, damit beide Seiten gecovert sind. Synchron hier mit der Evelyn! Fast synchron. Der KDA Dance, I love it! Der Fight war super, weil wir haben erstmal den Zed habe ich gecatcht hier vorne, er musste recallen. Leon habe ich hier eine Salve gegeben, meanwhile haben sie hier. Das ist das, was ich meinte. Davor waren die Gegner immer in Überzahl und gegroupter als wir. Und jetzt haben wir es gemanagt, früh zu groupen und die Gegner einzeln rauszupicken. Das ist schon mal sehr wichtig gewesen. So, ich mach kurz hier den Blue. Okay. Denkt dran, Leute, schreibt in die Kommentare, welcher von diesen 10 Skins gefällt euch so am meisten. Ihr könnt auch von mir aus differenzieren zwischen Project und KDA. Das bleibt an euch überlassen. Ansonsten lasst gerne einen Like für dieses Video da. Das sind für euch 2 Klicks und ein paar Sekunden. Wer es noch nicht sowieso schon getan hat. Da ist gewordet. 100 Pro, Leute. Oh yeah, the damage. Let's go. Jungler ist down. Dark Harvest Stack jetzt auf 14. Wie viel hat die Evelyn? Die hat 18. Aber das ist natürlich schon brutaler Schaden. Oh, stark. Ah, ist das greedy? Alle Toppi. Toppi Schmoppi. Da haben wir schon eine Wave. Ich buffe so hier die hinten die zweite Game Wave schnell, damit die ankommt. Das ist eine sehr gute Wave in der Mitte. Ist leider nicht gebufft. Aber die macht Zeit gleich gut Druck. Oh, der Charm auf Fiora sitzt! Sie pariert erstmal. Der Rest geht rein. Machen wir den Turm hier mit 2 Autodecks. Oh mein Gott, Dark Harvest for the win. Damage mit dem Ignite. Noch ein Kill. Oh mein Gott. GG well played, Leute. KDA. Okay, ich kann den Tanz nicht, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich vermute mal, ihr mögt die Skins. Die sind ja eigentlich bei der Community sehr gut angekommen. Ich bedanke mich für eure Zeit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Hier habt ihr den Damage Graph. Akali hat es sehr stark auch gecarried. Er hat, glaube ich, die Toplane am meisten dominiert. Overall, ein schönes Spiel. Ich wünsche euch noch einen freshen Tag. Danke für eure Zeit. Haut rein und macht's gut.